Hallo und herzlich willkommen zur siebten Was? Folge Monster Hunter World mit, wie ihr hört, Anton und Felix. Ich bin dafür, dass du das mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, sofort reinnimmst. Also, okay, cut dich raus. Nein, bitte nicht. Jetzt steht Zora Magdaros auf dem Plan. Beide Plan, wir gehen jetzt am besten in die Geschichtsbücher ein. Okay, ja, das war ja meine Ansage. So heißt die Quest. Ja. Ja, klar, das sagen sie alle. Hast du schon bekannt gemacht? Ihr könnt auch die ähnliche zusammen machen, glaube ich. Aber nee, können nicht? Wir auch nicht. Nee. Och, was? Das sind ja so eine krassen Story-Quest, die müssen wir alle einzeln machen. Digga, was? So, aber Potions will ich noch mitnehmen. Potions? Ja, wow. Stimmt, man kann ja wahrscheinlich keine basteln dann, ne? Ja, genau, da gibt's wahrscheinlich nichts, deshalb. Ja, gut, dann. Tränke. Nehme ich auch erstmal raus, damit ich die neu sortieren kann. Gut, dass ich einen komplett leeren Beutel habe. Ja, ich werf gerade noch das alte Zeug raus. Was kann man denn noch mitnehmen, so? Tränke. Was brauchen wir denn? Ja, neben Tränken. Honig vielleicht noch Mega zehnmal. Megatränke. Maxi-Tränke. Hey, Honig. Ja, hab ich ja. Uralten Trank. Wer hat denn Maxi-Trank? Oh, ich hab Maxi-Trank. Kann der vergiften? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man hat von Anfang an immer schon Maxi-Tränke drin. Also, ich habe einen einzigen. Ich hab da drei. seid ihr schon in der Mission, oder? Nö, ich suche gerade noch Sachen. Diamantsamen und... Maxi-Trank ist eine gute Idee. Machtsamen nehmen wir noch 10 Stück. Oh. Alter, ich hab nur einen. Wo habt ihr denn hier Maxi-Tränke her? Vom Gemüseältesten oder von diesen Wi-Fi-Typen, der manchmal da rumläuft. Ja, da muss man einfach nur den ansprechen und dann kriegt man einen. What? Ja. Egal. So, das sollte eigentlich reichen. Ja, klar kannst du nur zwei Maxi-Tränke mitnehmen, weil du darfst ja nur zweimal sterben. Deswegen, warum solltest du drei Maxi-Tränke mitnehmen können? Na, weil jetzt. Einfach so zum wieder voll healen. Ja, genau. What? Nur denn jetzt bitte einmal leise sein, es kommt eine Zwischensequenz. Also startest du jetzt? Genau, ich starte jetzt. Ach, ich auch. Jetzt bitte kurz leise sein. Ja, ja. Leise. Hilf ihm. Lade Major. Beweg dich. An die Arbeit. Läuft alles. Hallo, wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns, was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Auf eure Posten! Jetzt! Nutzt die Kanonen und Ballisten! Macht die Bestie mürbe! Wenn du verwundet wurdest, zieh dich ins Lager zurück! Ja.
Feuer frei! Munition nehmen, so da unten, welche Balliste, die da. Halte dich zurück! Ah ja. Schneller. Ich hab nichts, um meine Ausdauer zu erhöhen, merke ich gerade. Hä, den Maxi-Trank? Oh fuck. Nee, der Maxi-Trank erhöht nicht. Oh Gott. War das schlecht gerade. Oh, Ihr könnt die Kanonen übrigens mit 3 Kugeln befeuern und dann abschießen lassen. Aber ihr könnt sie nicht drehen. Ich weiß, aber trifft doch. Wie schießt man? Ich hab gerade einen abgeschossen, die überhaupt einfach interagieren drücken. Ich weiß nicht, wie man schießt. Interagieren drücken. Mach ich, aber. Du Feuer! Ich wurde getroffen! So eine große Kanone, Junge. Ah, so schießt man. Kann man auch Kanonen suchen? Sind nee. Besser als Dinger, oder? Als hier Balliste. Wie lädt man nach? Neue Muni sammeln. Ja. Sind Kanonenkugeln rennen oder Ballistenmuni stellen oder sowas. Gib mir diese Ballistenmuni. Ist es ratsam hier zu stehen? Einfach ja. Fuck, wo bin ich denn? Ich bin irgendwo runtergesprungen. Nein, dann müssen wir jetzt die Kanonen hochkrabbeln. Das ist ein Ich kann auch nicht schießen, hä? Du musst es so machen, wie du beim Bogen und im Armbrust schießt. Hä? Was? Also bei mir jedenfalls. Darf ich eine Balliste haben? Ja, danke. Wohin soll man dem schießen? Ich schieße einfach mal auf den Kopf in die Richtung, soweit ich dahin schieße. Ich schieße in den Mund einfach mal. Der kommt mir scheiß nah. Frage, wo liegt die Ballistenmunition? Neben der Kugelmunition. Also bei mir jedenfalls. Muss man die wieder einzeln aufsammeln oder? Die Kanone ist geladen. Man nimmt die immer in 10er Stacks, ne? Ja. Oh, ich hab da so ein. So ein komisches Flugviech. Schieß doch die Kanone mal ab! Die ist doch voll geladen! Ja, wie schießt man denn? Schieß doch die Kanone, du Lappen! Wie der einfach nur da rumsteht. Oh, ich hab hier was gebrochen. Oh, ich auch. Schießt man die Ballisten ab. So wie du Armbrust und so was abschießt. Ja, weiß ich doch nicht, Mann. Steuerung, glaube ich, war es bei euch. Wie du deinen Superschlag machst, glaube ich. Ah, okay. Das ist aber was mit man. Ich glaube, das ist das. Oder? Stimmt das? Halt nicht. Das ist so ein scheiß Vogelvieh, was mich immer. Fuck, nein, jetzt habe ich eine Kanone. Die Waffe weg. Kann ich die wieder ablegen. Waffe ziehen funktioniert bei mir ganz gut. Okay. Na gut, hier war noch eine Kanone, die geladen. Wow. Alter, ich habe seinen Bauch zerstört. Oh, die Kanonen sind ja richtig gut. Wir bewegen uns mal ein bisschen weiter zur Palisade. Ich habe jetzt gleich das Gefühl, dass er hier die Kanone zerlegt. Ach, die ist schon geladen, dann schieß die doch mal ab. Ja, du musst sie alle manuell abschießen. Und immer schön viele Kugeln. Ah, man kann sie übrigens drehen. Ich habe es herausgefunden, ihr müsst euch seitlich an die Kanone stellen. Ja, okay, krass. Okay. Alter, ich arbeite hier übelst mit meinem Team zusammen. Ich habe noch was gebrochen von ihm. Also mit den anderen Typen hier. Bei mir machen die irgendwie gefühlmäßig nichts. Ha? Okay, ich hab noch irgendwas gebrochen, glaube ich. Was für Binder? Wo finde ich denn jetzt Binder? Die Binder sind oben auf der Barriere. Ah. Schieße sie mit der Balliste, wenn du so weit bist. Ja, nur keine Panik hier. Ich muss erstmal hinrennen. Selbst die Katze trägt Kanonenkugeln, wie geil. Sind das die Ballisten? Ojo! Oh ja! Ballistenbinder! Feuer frei! Ballistenbinder? Oh! Wo gibt's denn Ballistenbinder? Oben auf der Palisade. Palisade? Alter. Jetzt gebt alles, was ihr habt! Wir müssen ihn zermürben! Boom. Ich soll aber was anderes nehmen. Ich bin gefühlt der einzige Jäger, der hier sich um die Kanonen kümmert. Also hier gibt's eine Kanone, da. Sowohl die Katze als auch so ein anderer Typ befüllen die ganze Zeit. Hä, ich soll hier was nehmen oder nicht? Oh, jetzt ist der Typ weg, na gut. Ich lade einfach. Schießen! Treffen die noch? Ja, die treffen noch. Oh ne, die Kanonen sind hier, die Kugeln sind alle. Feuer frei! Oh, hier waren mehr Männer!
Kann man jetzt einfach noch aufgehen? Ich weiß nicht, bei mir wird so eine komische Strickleiter markiert, aber ich kann mit der nichts anfangen. Bei mir wird keine Strickleiter markiert, bei mir ist es einfach nur greife an, um den Sauermarkt zu schwächen. Ja, und dann ist ja, bei mir da hinter der Balliste sowas markiert worden. Ich schieße da fertig machen. Jetzt bist du. Hä, kann man damit irgendwie interagieren? Nee. Okay, jetzt muss ich mit dem Bindern. Ah, wir müssen die mit dem Bindern irgendwie erstmal angreifen. Dann binden und dann können wir drauf. Oben auf der Palisade sind die Binder. Wo sind die Binder oben auf der Palisade? Da steht eine Balliste mit Muni. Ja, bei mir. Auf der Palisade, auf diesem. Ah, ja, da musst du hochklettern. Und die Binder liegen dahinter. Ein Schuss Ballistenbinder. Wohin schießt mit dem? Am besten auf den Kopf, einfach, oder? Einfach, ist egal, einfach ruft da. Er hat sich befreit. Ah, Feuer! Okay, die Binder ballern jetzt alle volle Kanne auf ihn. Bisschen Kanone drehen, mehr Muni. Hä, was für Binder? Wo sind die? Ach, die liegen oben vor der Balliste. Oh cool, meine Katze kann ja schnell nachladen irgendwie. Die legt da gleich irgendwie zweimal Muni immer ins Zentral, habe ich das Gefühl. Also meine Katze ist auch richtig dabei, also die ist richtig motiviert. Oder ich leg einmal. Nein! Die Kugeln sind leer! Aber heißt ja auch Anti, was, also was erwartet man von der? Das muss ja krass sein. Was soll ich jetzt machen? Ich habe hier oben nichts mehr. Ich hab doch nix. Ich kann alles rein, klar, ich geh wieder runter. Aber hey, da wird mir irgendwas questtechnisch angegeben. Was soll das sein? Ich kann damit nicht aktivieren. Oh, bei mir wurde er da gerade gebunden. Er fängt auch am Oktober an. Ja, gebunden ist er jetzt schon. Aber was sollen wir jetzt machen, ist die Frage. Also ich schieße einfach weiter. Bei mir wird der. Ja, ich hau einfach mit der Kanone drauf. Ja, ich auch. Um eingefangen werden zu können, Sir. Und meine Katze ebenso. Ah, die ballern jetzt auch alle mit der Ballistenmuni drauf. Geil. Also die anderen Teammates. Oh, das hat glaube ich wehgetan. Das wird lustig, wenn man das mit allen zusammen macht. So draufballern mit den Kanonen. Das wird stressig werden. Eine Kanonenkugel noch. Ich habe meine Katze in die Kanone gesteckt. Das sah so aus. Die Katze wird da gerade eine Kugel nachlegen. Er durchbricht die erste Barriere, nein! Was? Ich stehe auf der ersten Barriere! Die schöne Barriere! Die haben wir doch so lange. Geil! Barriere durchbrochen. Verdammt! Okay, nächste Phase! Der Zora Magdaros ist. Oder hier unten ist schon alles zerstört worden! Jäger nutzt die Mermos und geht dann in die Aufsteigenphase des Einsatzes über! Bewegung, Jäger! Zur Flugstation! Nein, keine Kugel mehr! Ballistenmuni, Ballistenmuni ist voll. Flugstation? Wo ist denn die scheiß Flugstation? Flugstation? Los, los. Was, wo? Ach da! Was soll ich machen? Ah, cool! Durch den Stein! Yes! Ach du Scheiße! Magma-Kerne, Junge! Magma-Kerne! Ist das ein Magma-Kern? Muss den Jungen immer noch weiter schwächen. Oh, ja. Schießt am besten mal auf den Kopf. Das scheint mir irgendwie am logischen. Nieder mit dem Magma-Kern. Böse Magma-Kerne. Ja. Wie viel hält so ein Ding aus? Aber Schaden ging nicht. Bist du schon auf ihn drauf? Ja. Wie das denn? Wie ist da rausgekommen? Über per Anhalter. Wie macht man das mit über per Kommt Anhalter? Noch, kommt noch. Aber. Ah, hier, die Flugstation. Ist halt... Wo ist die Flugstation? Okay, ich bin auf seinem Rücken. Das ist. Hinter der Balliste. Hinter welcher? Wir haben hier mehrere. Ja, da wo du den Binde abgeschossen hast. Oben. Also auf dieser Brüstung da. Aber bei mir ist jetzt durch die erste Barriere gebrochen. Bei dir auch? Ja, genau. Der ist. Ja. Achso, und dann sozusagen. Jetzt, genau. Ja, jetzt passiert. Ey, geht okay. Das Ding auch mal kaputt? Okay. Warte, wohin soll ich? In den Schlund hier? Du musst die Magma-Kerne finden und kaputt machen.
Ich habe einen gefunden, aber der will irgendwie nicht kaputt gehen, habe ich so das Gefühl. Wieso nicht? Oh, bei mir schon. Ja, der ist schon kaputt bei dir? Nee, aber bei mir hat er sowas ausgespielt. Ah, erster kaputt. Ah, okay, man muss nicht irgendwelche Tastenkombinationen drücken, um erstmal so ein Vieh zu fangen, sondern man geht einfach auf. Ja, zum Glück, ich habe mir schon gedacht, jetzt muss ich irgendwelche Quicktime-Events oder so machen, um so ein Ding einzufangen. Ja, angeblich ist unter mir hier noch so ein Kern. Ah, ich habe ihn gefunden. Und ruft da. Was sind seine Schwachpunkte, diese Lavastellen, ne? Die Lavakerne. Also einfach diese Stellen, die glühen, ne? Die man angreifen kann. Die man angreifen soll. Achso, da ist was auf der Karte markiert. Läuft. Ja. Hier sind auch Sachen zum Abbauen manchmal unterwegs. Ah, okay, ich seh's. So, und jetzt zieh ich mir ein paar Tränke rein. Ja, ich auch. Erstmal Machtsamen. Dann nehmen muss wir noch nicht zerstören oder einfach erstmal angreifen, ne, die ganze angreifen, Zeit. Bis er kaputt geht. Okay, verstehe. Das kann ich. Und jetzt schnell nach oben. Oh, hier gibt's Abbaustellen drauf. Ja. Geil. Sag ich dir. Angriff! Ja, das meintest du einfach. Boah, habt ihr schon einen Kern zerstört? Ein Jahr, das dauert ein bisschen. Das geht aber trotzdem. Okay, das finde ich einfach nur schlecht. Wieso? Du warst halt später da. Aber ein Elan-Rundtipp nach dem anderen hau ich dem hier rein. So, hier sollte irgendwo einer sein. Ist das hier einer? Ja. Okay, hab einen. Ah. Oh, Abbaustelle. Okay, muss sein. Sehr schön. Zweiter kaputt. Drachenit, das ist es. So, jetzt muss ich nur wieder hier hoch irgendwie. Nur irgendwie wieder hier runter irgendwie. Ich glaube, er will aufstehen. Bleibt ruhig und konzentriert. Sucht weiter nach den Magmakern. Hey, ich müsste theoretisch direkt an so einem Punkt sein, aber hier ist kein. Der ist unter dir dann. Oh nein. Hier gibt es mehrere Ebenen von dem Vieh. Ja. Okay, oh nein. Auf zum Kopf und dann den Kern mit allem, was ihr habt, angreifen! Also am Kopf ist jetzt bei mir der letzte noch. Die Jäger brauchen Nachschub. Bereitet alles vor. Genau, am Kopf war ich gerade. Jetzt muss ich irgendwie in sein Inneres. Ah, ich sehe schon, wo der Kern. Okay. Also wenn wir drauf kommen. Oh Gott, jetzt muss ich wieder hochklettern. Ich finde es gut, dass man aber durch die Lava nicht brennt. Okay, zweiter ist kaputt. Da passiert irgendwas. Okay. Hä? Wo muss ich hin? Okay, bin bei verwirrt. Mir wird er gerade aufstehen. Achso, hier kann ich auch noch hoch. Lange gewartet? Der ist weiter oben. Laut Map ist aber direkt da, wo ich bin. Also der Kopf ist richtig weit oben. Also der letzte Kern halt. Nee, hä? Bei mir werden aber noch zwei Kerne irgendwie angegeben. Ja, stimmt. Hä? Bei mir auch. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Das ist wie im Intro. In der ersten Sequenz. Was war da? Also, wir sind. Also, die Strecke ist gerade genau. Also, es ging gerade bei mir die Strecke genauso hoch wie in der ersten Sequenz bei diesem ersten Kampf, den wir hatten. Ich kletter jetzt einfach da hoch und mache am Kopf den kaputt. Dann muss ich halt später erst wieder runter. Ich muss gerade hochklettern, weil ich keine Ahnung habe, wo der andere ist. Ich glaube, der andere ist wahrscheinlich im Rachen vielleicht oder irgendwie so. Könnte es sein? Vielleicht. Nein. Wo muss ich denn hin? Puh, das war knapp mit dem Stein. Hochhören müssen.
Ganz im Ernst, ich finde den Weg zum nächsten Dingens nicht. Wie verändert der eine seine Position, aber der in der Mitte, den finde ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal also zu den ganz oben. Ah, hier, du musst bei der Hochkletterstelle kannst du nach links klettern dann, also auf eine andere Wand. Und da steht er dann. Glaube ich, oder? Oh! Oh, ich habe hier auf alle Fälle Jägerverstärkung, also eine Videosequenz für Jäger mit dir. Ist das der eine Kern? Was hier drüben? Ich hab Maxi-Trank von dir bekommen, geil. Das ist ein Kern? Nee, hey, der muss ja unter mir sein. Oh, fuck my life, wo muss ich hin? Fuck my wife, Alter. Das ist ein bisschen gefährlich hier auf der Spitze. Kann man irgendwie runterfallen oder nicht? Ich glaub nicht. Wir müssen den Magma-Kern. Ja, lustig. Kann man hier runterfallen von dem Teil eigentlich? Wow. Kann man davon runterfallen? Kann man eigentlich da runterfallen? Moment, kann man da runterfallen? Also hat Anton die Frage auch gerade gestellt. Ja. Ich bin runtergefallen! Geht's dir gut? Ah, ich bin wieder oben. Runter. Also wenn du runterfällst, bist du wieder oben. Hä? Interessant. Kann man runterfallen? Kann man runterfallen? Ich bin runtergefallen. Und dann bist du wieder oben. Ich finde den letzten Kern nicht, du ganz. Nein! Wie den letzten? Sind noch also zwei, den, oder den. Nicht? Ich weiß es nicht. Okay, da oben ist eine Höhle. Ach, der ist umgefallen, weshalb ich runtergeflogen bin, oder wie jetzt? Er liegt ja die ganze Zeit. Er will sich halt dann wieder aufrichten. Okay, den habe ich. Okay, ich habe. Oh, einer ist richtig krass. Da müsst ihr in den Rücken reinklettern. Also einer. Ein weiterer ist richtig krass. Ach so, wenn der unten ist mit seinem Kopf, oder was? Was? Hä, Moment. Wo ist der? Auf seinem Rücken in der Mitte, wenn er hinten runterklettert. Ja, wenn ihr ganz unten seid, dann könnt ihr und ganz hinten steht oder ganz vorne, wie auch immer. Ach so, das schon mal nicht. Wo muss man stehen? Da, ganz hinten, auf der einen Spitze, wo ihr hochgeklettert seid. Da ganz nach unten runter irgendwie und dann seht ihr es, wenn ihr ganz unten seid. Ihr müsst erst ganz unten ankommen, damit ihr das erkennen könnt. Ach, das ist noch eine. Nein, da ist noch eine Abbaustelle. Verdammt, da komme ich nicht ran. So, der ist. So weiter unten geht's jetzt kaum noch. Ich hab's gleich. Einer scheint ja irgendwie noch unter ihm zu sein oder irgendwie sowas, weil ein Kern bewegt sich ja. Ich hab ihn. Du musst wirklich ganz weit nach hinten wieder. Das ist so ein Riesenkern, ey. Ja, der kommt ja nur an den untersten Zipfel irgendwie ran. Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich vielleicht auf der falschen Seite? Also, du gehst vom Kopf einfach geradezu zum Rücken runter. Und irgendwann fällst du da ziemlich tief runter. Also tiefer als vorher noch. Oh, er kommt wieder auf die Beine bei mir. Ah, ich glaube, ich sehe es. Oh, ah, ich habe ihn. Gerade zerstört. Boom. Verliert nicht den Hals und wirft euch ab. Ich muss wetzen. Bei mir hat er nur noch eine ganz schwache Herzfrequenz. Frequenz. Bei mir auch ist. Ja, bei mir auch. Oh, die vielen sollte ich mich auch langsam. Oh, no, ist klar, wo muss ich hin? No, ich war gerade in der Special-Attacke. Da haut er diese Lava-Dinger raus, ey. Bei mir hat er keine Schwachstelle mehr. Was muss ich machen? Hä, was für eine wie Schwachstelle? Ich hab alle Magma-Kerns zerstört. Was soll ich jetzt noch machen? Hast du zufällig am Kopf den noch nicht? Ich hab alles zerstört, das ist bei mir abgehakt. Na dann. Ist der Map? Gibt keine Map. Scheinbar habe ich alle wirklich vernichtet. Oh nee, jetzt bin ich betäubt. Oh, ein Förderplatz. Kann nicht sein, weil das. Weil ich bin noch nicht fertig, obwohl. Beim ersten. Da war ich schon beim zweiten. Also ja, ich hab aber dafür früher. Ich guck gerade, also bei mir ist Magma. Also, wenn du Magma Kern abgehackt hast, dann musst du es haben, ja. Ja, aber da greife an, um zu schauen, bla, zerstöre die Magma Kerne, ist abgefeuert bei mir. So, bei mir auch, ja. Ich rutsche ein bisschen. Also, ich kletter jetzt einfach wieder raus und wahrscheinlich
muss man dann halt von ihm runter wieder. Weiß ich nicht. Das müsste aber dann stehen, oder? Ich hab keine Ahnung, was machen soll. Ich kann auch nirgends angreifen. Ich hatte ja einfach gerade willkürlich irgendwie auf dem Rumpf, auf dem Jungen. Okay, ich kann von hier aus an. Oh, hier gibt's Steine, geil. Wahrscheinlich hätte man so lange Zeit gehabt, bis der an der Barriere angekommen ist. Und da wird man dann automatisch runtergeschmissen und wird irgendwie ein bisschen früher fertig. Oder irgendwie sowas. Ach nö! Also ich gehe wieder zu seinem Kopf, glaube ich, einfach. Ihr habt nicht zufällig auch das neue Monster mitbekommen? Welches neue Monster? Der Gigante. Bei mir die zweite Barriere erreicht. Jetzt erst? Bei mir hat er noch nicht mal die zweite Barriere erreicht. Ich hab da so ein kleines Problemchen. Okay, das ist dann, also das, dass er die Barriere erreicht, ist dann wirklich zeitlich. Also man muss sozusagen einfach warten, bis er jetzt die erreicht hat oder wie. Ja, kann man. Oh, der Damage hält sich zum Glück in Grenzen aktuell, aua. Versucht zu seinem Kopf zu kommen, das will ich. Wir müssen dieses Monster vertreiben. Jetzt kommt da irgendwas. Vor allen Dingen, ich habe nicht alle Magma-Kerne kaputt gemacht. Ich? Nee. Der hat zu schnell für mich die Palisade erreicht. Ah, ich bin auf Nergigante drauf. Per Flugdrachenreise. Wir werden jetzt Binder bereit machen, Feuer. Oh ja, da kam was. Da ist was vor mir. Hast du mich vermisst? Wer denn jetzt? Warum ist der? Ja, bitte macht was. Ich muss wetzen. Oh. Ey. Ich müsste eigentlich auch mal wetzen und Los! Zurück in Position! Sofort! Ich habe hier Blitzkapseln mitgenommen. Zielen! Feuer! Ist er jetzt irgendwie gewesen? Ei! Nee, mich bitte nicht treffen. Jetzt. Okay. Ja! Jo! Okay, den guten Jungen, den kennt man ja schon aus dem Trailer. Hat einer unserer Monster-Experten einen Namen für ihn? Ja, Gigante, steht doch rechts. Ja, ist das wirklich so sein Name oder ist das einfach nur das, was die Leute gerade von ihm denken? Das bin ich aus den anderen Monstern zerteilen. Der ist von der ersten! Meister! Beim Abbauen von Erz kann der übrigens einen nicht angreifen. Unmöglich. Boah. Sein Hab kein Ausdauer mehr, das Problem. Ich schätze mal, man tötet den noch nicht und. Nee, ich glaube nicht. Was passiert jetzt? Also das ist easy. Jetzt ein bisschen nervig, der ist viel zu schnell einfach nur. Ich bin schon in der nächsten Videosequenz, wo die übelst auf ihn ballern. Bergfeld. Wow, okay, ja. Und jetzt? Ah, bei mir ist er tot. Nein. Warum macht der Grunzgeräusche? Ich bin zu alt für sowas. Also bei mir kommt so ein übelst krasser Ritter gerade an. Mit Langschwert natürlich. Papa, bist du's? Okay, das war's. Easy, oder? Hä? Easy! Oh, das war gar kein Problem. Was kriegen wir hier so? Magma, ja, nehme ich mit. Also, ich bin fertig und ihr? Moment, bin noch in der Videosequenz, wo dieser Meister von der ersten gerade gegen ihn fightet. Ja. Muss man dann noch was machen oder kommt da nur noch Video? Nö, das war's. Okay, gut. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten.
Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht durchbrochen hat. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Was das angeht, Alter, was der Sturz von diesem Vieh für ein Erdbeben auslösen müsste. Der Sora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Selbst wenn wir ihn finden können, haben wir nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas Vergleichbares durchzuführen. Ob dieses am Anfang eigentlich mit den Kanonen, ob man das überhaupt machen muss? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ich glaube, du hast dann, ja, glaub schon. Am Himmel und auf See? Belohnung, geil. Ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich auf Sie zählen? Fabian, muss man irgendwie ein bisschen moderieren, ne? Ja, hier ist gerade Videosequenzen zu. Ach so, sag ich. Immer wenn ich nichts sage, kommt sowas hier. Immer wenn du nichts sagst, denkst du meistens. Und das vergebens. Keine Sorge, Sir. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Ja. Ja, der Balkschirr. Hm? Ah, Gesundheitsbooster. Hey, Partnerin! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Okay. Ah ja, Linksklick. Dann müsst ihr anscheinend eine Expedition demnächst machen. Dieses schwarze Monster, wir sind ihm schon einmal begegnet. Ein Nergigante. Erscheinen und Verschwinden eines Nergigantes fallen stets mit einem bestimmten Ereignis zusammen. Ganz genau, der ältesten Wanderung. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber dieses Erscheinen beweist, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich frage mich. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die an dem Thora-Markt daraus interessiert sind. Toll. Dann will der andere Typ da hinten noch was. Hey Liebes, jetzt wo der Fangeinsatz vorbei ist, solltest du vielleicht ein paar verbrauchte Objekte ersetzen. Neue Ware auf Lager. Und da du dich wieder aufmachst, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Was brauchst du? Keine Ahnung. Was hat er denn so? Bomben. Schießpulver, Fischköder. Verschiedenste Art Muni. Achso. Brauche ich nicht. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Entspannte Botanikerin. Grüß dich. Ach, bist du hier, um mit mir zu reden? Wie schön. Ich habe eine kleine Quest für dich. Sie heißt Königliche Umsiedlung. Wie schön. Ich habe Möglichkeiten erforscht, wie der uralte Baum mehr Insekten und Pilze produzieren könnte. Aber die Königin hat sich zwischen mich und die benötigten Proben gestellt. Ah, ich weiß, wer das ist. Komm schnell zurück. Wenn du das Problem gelöst hast, kann ich sofort weitermachen. Die Ergebnisse dieser Forschung werden dir garantiert gefallen. Ja, wusste ich doch. Jetzt kommt die Ratio. Na gut, dann haben wir jetzt soweit erstmal alles abgehakt. Meine Rüstung sieht so cool aus. Und deswegen würde ich jetzt auch die Folge für heute beenden. Ja. Dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge Monster Hunter. Mit Anton und mir und Fabian ist eventuell auch dabei. Ja, vielleicht muss ich mir noch überlegen. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.